Was zum? Das ist ganz an meinen verschwanden Schultern! Was schaust du mich so an? Hey! Weg hin, Schaden! Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben! Ach, Schaden, weg mit dir! Soll ich? Hä? Au, oh, okay. Da darf ich nicht lang. Das tut weh. Okay, die Kette kann ich nicht kaputt machen. Eieiei. Wir kommen übrigens zurück zu Zelda Skyward Sword. Falls das hier eine neue Folge sein sollte. Ein Schlüssel. Ein Small Key. Was haben wir denn hier? Können wir den Staubsauger verwenden? Vielleicht kriegen wir Herzen? Ne, nur Müll. Oh. Ich glaube, eine Sache habe ich nicht bedacht, als ich hier lang gegangen bin. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Die Flamme. Ich kann die sogar kurz erlöschen. Ha. Was mache ich jetzt? Ich bin stuck? Moment. Oder kann ich vielleicht das wegblasen? Oh! Oh, cool! Ah, das ist echt cool. Ja, okay, dann lassen wir es. Wie hieß das, Silber oder so? Dann lassen wir ihn halt hier, ne? Ich meine. Wir haben jetzt einen Schlüssel, hier gibt nichts zu tun für uns, also. Können ihn auch hier lassen. Dann viel Spaß da oben. Am Abhängen. Sah ein bisschen komisch aus, als ich ihn das erstmal gesehen habe, als er da hing. Das sah was anderem aus, aber besser, dass es das nicht ist. Glaube ich. Wo sind wir jetzt? Ja, das ist ein wirklich großer Ort. Das ist ein wirklich großer Ort. Hallo. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, die könnten mir wehtun, weil da sind Stacheln dran. Ja. Ich hab's ausprobiert. Ich bin reingelaufen. Ich hab's ausprobiert. Und ja, sie tun einem weh. Deshalb, auch wenn es nichts bringt, immer mal kaputt machen. Damit man nicht aufgespießt wird, ne? Tut er weh. Wollen wir nicht. War hier ein Herz? Ja. Okay. Ich finde diesen Ort aber sehr interessant, aber auch tatsächlich sehr linear. Das ist ein sehr linearer. Dungeon, maybe? Was? Höh, wo kommst du denn? Schwinde. Ja, ja. Seria. So einen Rhythmus machen, so ein Beat. Aua. Haja. Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Komm schon. Für die Kiste muss es reichen. Yay, yeah, noch mehr Geld. Weil das auch was hat. Das Wichtigste ist. Drei Feen haben wir jetzt. Krass, wir haben drei Feen, Leute. Boah, das ist echt nützlich. Das kann echt nützlich sein, besser gesagt. Ja. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Bonk. Aha. Da drauf werfen, oder? Geht das nicht? Hab jetzt gedacht. Ich mache wie den. Ah, einfach nur zack. Okay. Da können wir jetzt lang. Aber bevor wir das machen, hier kann man noch nach links.
Ich will wissen, was es hier gibt. Oh, wieder so ein Magma-Gegner, der super nervig ist, wie wir alle wissen. Und mehr ist hier nicht, ne? So ein separater Weg, den man reingehen kann. Oh, schnell, bevor die nachwachsen. Okay. Hallo Freunde! Hallo Freunde! Heute soll ich euch zeigen, wie ihr loswerden eure Rückenschmerzen. Dafür ihr nur brauchen Link und ein Schwert. Dann wird Link euch damit vermöbeln und so werdet ihr dann nie wieder Rückenschmerzen haben. Für weitere Tipps und Tricks abonnieren Sie den Kanal. Danke fürs Zuhören. Ja! Nice. Schön, hier kann man speichern. Speichern ist immer nützlich. Speichern ist immer wertvoll. Speichern ist... Speichern? Null. Wir sind wieder hier. Oh nein. Jetzt sind es zwei Hände. Oh. Moment, das ist ein anderer Ort. Tatsache, das ist ein anderer Ort. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich hin. Wir müssen nach links. Wir haben Schlüssel, glaube ich. Hat man nicht einen Schlüssel? Ich weiß nicht mehr. Okay, immer hier drauf stehen, dann sind wir safe. Können wir mitnehmen? Können wir mitnehmen. Okay. Warum? Hä? Jetzt macht das richtig. Aber Link nicht. Danke. Das ist ja alles nur, um die Dinger zu sammeln. Kann ich die damit killen? Muss ich meine armen Handfreunde killen? Versuch's jetzt mal. Ja, nice geaimt. Richtig schön geaimt, mein Freund. Richtig schön. Okay, also meine Theorie ist, dass ich die damit abstechen muss. Mit dem Wasserball hier. Gut gemacht, Link. Sauber. Hup. Soll immer in Deckung bleiben. Ja! Die sind eins, die gehören zusammen. Das war richtig. War was? Wow. Und jetzt sind sie tot. Aha. Und sie existieren nur wegen der Lava. Und jetzt ist die Lava aber weg. Oder so. Ich hab die Lava-Hand getötet. Oh, sorry. Hey! Ihr habt gesehen, wie du die Ungeheuer hier im Wald gemacht hast. Das war wirklich die erste Sache, Kleiner. Jetzt solltest du was Tolles tun und mich hier runterholen. Auf einmal soll ich dir helfen. Vorher soll ich dich nicht mal anschauen, aber jetzt... Jetzt bin ich dir wichtig genug. Ja, ja. Verstehe. Sieht einfach mal ganz anders aus, der Ort. Na komm. Da kommst du nur mit der Peitsche dran. So. Mein kleiner Freund. Juhu, Ästig, in Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Und dann sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Klar. Wusste ich's doch. Was sollst du doch sonst hier? Die Legende der schlafenden Statuen. Aber was trägst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. Oh, was? So, da wären wir. Keine Sorge, die sind nicht schmutzig. Waren ja auch die ganze Zeit in der Truhe. Die sind was ganz Besonderes, also passt gut auf sie auf. Zeit zu gehen, man sieht sich. Ich dachte, der hätte es einfach so gebaut, die Truhe. Ich dachte jetzt irgendwie, der hat die selber gebaut mit seinem Clown oder so. Aber was kriegen wir denn jetzt? Wir kriegen Mogma-Clown. Solche Grabclown bekommt selbst Mogma nur selten zu sehen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halte Ausschau nach geeigneten Löchern.
Ach, bei solchen Löchern? Nee. Was soll das jetzt? Oh, von manchen Löchern. Lol, wie cool. Okay, das ist lustig. So? Hey Kleiner, wie findest du die Klauen, die ich dir gegeben habe? Krass. Wenn du die Oberfläche sehen willst, musst du ZL drücken. Verstanden? ZL. Okay, mit ZL komme ich wieder an die Oberfläche. Aber ich glaube, ich soll zu diesen Orten, zu diesem hellen Orten, oder? Moment, aber da ist eine Rubine. Ich bin Geld, Gold. Oh, das Geld. Ein Needs is a Money. So. Ne, genau, die kann man nicht kaputt machen. Dagegen schlagen ist eine schlechte Idee, gegen eine Donnerblume zu schlagen. Macht dann Wumm Wumm. Oh, kann ich da durch, ist die Frage. Ne, kann ich nicht. Ach, das ist damit gemeint. Ah. Verstehe. Moment, kann ich den vielleicht verschieben, wenn er einzeln ist? Moment, ich muss ihn erstmal drehen können. Ne, andersrum drehen. Das könnte funktionieren. Ne, über mir ist nichts. Sonst will ich jetzt was sehen. Hier ist was, ja. So, schlechte Idee, aber. Ah. Boah, sehr sensitiv. Bewegt sich sofort, wenn du ganz leicht driften ist. Und den kann ich mir rausgraben. Oh, das ist cool. Das sorgt für sehr viele coole Rätsel, glaube ich. Keine schlechte Idee. Okay. Und da kamen wir gerade. Ich weiß noch gar nicht, wo wir sind. Wir sind hier und da und überall. Ich komme von links, ich komme von rechts, ich komme von überall. Ja, komm. Sind das jetzt hier die ganzen Kisten, die ich ausgrabe? Oder ist das hier was ganz anderes? Ich weiß es nicht. Oh, schnell. Dring. Schön. Und da kann ich wieder runter. Was zum? Das ist ein Schalter. Was macht denn der? Oder muss ich ihn von der anderen Seite betätigen? Von hier kann ich nichts machen. Oder habe ich den falschen Knopf? Kann ich rennen? Ah, ich kann rennen. Super. So, reingucken ist da eigentlich drauf. Ah! Cool! Wunderbar! Das war ja einfach. Komm. Krass! Werden die auch eigentlich angezeigt hier irgendwo? Hier. Verbesserte Klauen. Krass. Krass, krass. Ja, irgendwie fehlt uns hier nur noch ein Lied und das dritte Feuer. Und ein paar Herzteile. Nee, Moment. Da oben in der Ecke, hier, da fehlt auch noch was. Frag mich aber nicht, was es ist. Okay, es wird aber nicht angedeutet, wo man reinklettern kann und wo nicht. Das wird nicht angedeutet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich euch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so. Und wieder zurück. Vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich bin total verwirrt, wo ich bin und wo ich lang gehe. Na gut. Wir werden es herausfinden. Oh, jetzt sind wir in der Mitte. Wird aber auch Zeit. Good job, Link. Das war genau das, was ich von dir wollte. Super. Ich bin stolz. Aber nicht stolzer als jetzt. Was zum? Hier geht's auch lang. Das habe ich aber nicht gesehen. Das war auch in dieser Wand zu stecken. Okay. Okay. Und du bist eine Abkürzung? Oder geht das jetzt wieder zu? Nee, Abkürzung. Oder waren wir hier noch nicht? Moment. Doch, eine Abkürzung haben wir geschaffen.
sauber. Wo geht's jetzt lang? Da, hier geradeaus, aber ich kann nicht geradeaus. Ich kann hier runterspringen. Oder war das jetzt dumm? Ne, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh, danke für die Pfeile. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das besteht, dass das ein Dungeon ist. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Weil ich habe jetzt schon 3 Feen. Das mache ich das jetzt noch nicht. Aha. Da oben. Ich kann sie. Von da aus dann ganz schnell, bevor ich abschießen. Aber ich bin nach oben. Aua. Okay. Einfach Ruhe bewahren, weil. Steuerung. Nice. Ja, das ist halt der Vorteil und Nachteil so. Controller komme ich persönlich besser mit klar, mit der Steuerung, aber es driftet halt, weil mein Controller driftet nun mal. Will ich dafür ganz viel Geld ausgeben für einen neuen Controller? Moment nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber mit Joy-Cons ist Motion eine so Bewegungssteuerung, aber dafür driften die halt nicht. Also zumindest die Zelda Joy-Cons driften nicht. Meine alten, die mit der Switch dazu kamen, die driften noch viel mehr. Das ist ja noch einer. Wo bist du denn? Bronn. Ey, du kommst gerade recht, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber könntest du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Finde ich, ist auch was drin. Wenn du mich runterholst, erhältst du den großen. Achso, erzähl ich dir ein großes Geheimnis. Tolles Geheimnis. Das ist ich doch für Schätze. Oh ja, Schätze. Das hört sich doch toll an. Water. Ah, da können wir rein. Das finde ich aber echt cool von diesem Dungeon, dieses System hier. Nur so rein zu buddeln. I like it, I like it. Aber wo muss ich lang? Oben wahrscheinlich. Den Schalter da betätigen, geht mir von aus. Da macht der Zack! Oder? I don't know. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Nee, das war falsch. Ich muss erstmal den unteren und dann den oberen wahrscheinlich, oder? So. Komm ich von hier zum unteren? Nee. Ich glaube aber trotzdem, dass ich erstmal den unteren und dann den oberen machen muss. Wahrscheinlich. Maybe. I don't know. Aber ein bisschen Öl hier unten. Ich wünsche, man könnte ein bisschen schneller sein. So. Und dann der obere. Denke ich. Also der hier. Oder ist der komplett falsch? Also mein Überlegen war jetzt, ich muss beide aktivieren. Ich kann jetzt außen rum. Ist jetzt richtig? Nee, ist falsch. Vielleicht hätte ich es auch vorher machen können. Sorry, falls ja. Ist ein bisschen verwirrend das Ganze. Ja doch, so ist richtig. Ich glaube, so ist richtig, weil jetzt habe ich beide aktiviert und kam wieder oben. So. Das müsste richtig sein, oder? Ich finde es krass, wie Link jetzt aussieht. Diesen Clown in der Hand. Jetzt sieht man sie nicht, aber... Vorhin mit dem Clown in der Hand. Das sah cool aus. So, ja, so ist richtig. So ist richtig. Jetzt kann ich ihm das in seinen Maul schütten. So. Jam. Oh, wie lange hat er schon nichts getrunken, der Arme? Okay. Ding, ding, ding. Was haben wir hier so Schönes? Außer ein paar Rubinchen. Müssen doch irgendwo was. Ja. Schon sagen. Warte, da komme ich auch so hin. Wenn Link keine Faxen machen würde. Wenn Link keine Faxen machen. Nein, falsche Waffe. Egal, jetzt hab's geschafft. Oh Mann. Oh man. Jo, nicht frei. Jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas mit geilem schätze. Was ist das? Das ist eine Clown, das ist auch noch meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Ich habe ihn gerettet. Moment mal, ich möchte dir etwas geben. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Also, das ist so ein Dieb?
wollte mir nichts geben, aber dann ist so, oh, du bist ja voll cool, dir gebe ich was. Hier, nimm das. Dort findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Hinternis erschlicht habe. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mir zu? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer. Sag niemandem, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Versprochen. In Ordnung, vergiss das nicht, wenn du in die Truhe öffnest. Also bis dann. Aha. Hey, so sieht man sich wieder. Hey, tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was er da sagt, stimmt alles. Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windzug. Ich bin mir sicher, dass dir die Information dieser Truhe von Nutzen sein wird. Aha. Was wird denn da so Informatives drin sein? Eine Dungeon-Karte. Ah. Okay. Unten waren wir noch nicht. Und okay, ja gut. In diesem Raum gibt es eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungeheuern im Untergrund, deshalb halten wir uns fern davon. Es könnte aber auch einen Geheimgang geben. Was? Okay. So viel Info. Oho, oho, hier? Hier. Ja. Oder soll ich einfach ganz stumpf einfach mal Bombe dagegen werfen? Tatsache. Okay. Sah nicht an der brüchigen Wand aus, aber ist anscheinend eine, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze hier ist nur um... Oh. Oh. Hier geht's noch weiter? Moment. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst in diesem Dungeon. Wir kommen später nochmal hierauf zurück, okay? Das haben wir verpasst, glaube ich. Okay, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Wir machen aber erstmal weiter, weil ich bin ja schon so weit. Ich glaube, das dauert ewig, bis ich zurückgehen kann. Ich glaube, Backtracking würde dann mehr Sinn machen nach dem Dungeon. Mal schauen. Ich merke mir die Kiste. Oh Gott, nein, nein, nein. Moment. Fuck! Aber er lebt noch. Ah, ich muss ihn mehrmals... Aua. Ich muss ihn mehrmals angreifen. Zack! Aber ich hoffe, der regeneriert sich nicht immer. Boah, jetzt rennt er von mir weg. Ja. Kleines Viech. Nein, komm nicht nach hier oben! Oh Gott. Hallo! Okay, das ist gut. Ich kann nicht mehr rennen. Dieser dumme Wurm. Nein! Ja, weiß nicht mehr, wo ich bin. Kann ein Wurm nur so unfassbar nervig sein. Nein! Oh Gott. Sitzt ja morgen auch noch da. Jetzt mach! Oh, Link, du bist so ein Idiot. Na komm. Ja! Wahrscheinlich muss man das nicht machen, aber... Nee, musste man gar nicht, oder? Oh Gott, egal, egal. Heftiger Kampf, für euch nur. Nur für euch. Ich hatte gerade voll Angst, dass mein Spiel abstürzt. Spiel! Du kannst mir doch nicht so eine Angst machen! Egal, ja, komm. Gib mir den Kompass oder was auch immer. Oder einen Schlüssel, auch gut. Und dann lassen sie verschwinden. Ja, ist wirklich. Sehr linearer Dungeon, I guess. Okay, mit dem Schlüssel kommen wir auf jeden Fall voran. Weil ich meine, gab es mindestens eine Tür mit einem Schlüssel. Loch.
Hier geht's rein und dann und dann zack, Boss. So wird's wahrscheinlich aussehen. Aber erstmal muss ich hier wieder durch. Oh, wow, Schnauze. Nee. Nein. Ja. Ey. Muss ich fallen? Wo waren die Türen? War die hier? Gab's hier eine Tür? War hier vielleicht eine verschlüsselte Tür? Nee. Nö. Wo waren die nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, Moment! Ja, lass uns doch jetzt eben die Kiste machen. Lass uns doch jetzt eben die Kiste machen. Wenn wir schon mal hier sind. Wir sind ja jetzt hier wieder in der Nähe von... wo die Kiste ist. Hier lang, ne? Nee, das ist falsch. Falsch. Dann geradeaus? Da drüben? Tatsache. Okay, sorry, war falsch. Die Kiste ist hier irgendwo. Hier ist der Anfang, ne? Ah, das war der Raum. Lebt er noch? Ja, das ist der erste. Ach, da kommt man doch erst jetzt hin. Oder geht's hier weiter? Wie auch immer. Wow, danke. Einfach Zeitverschwendung. Toll. Danke, Spiel. Und dann zack. Und dann wieder zurück. Ja. Dumm. Wunderbar. So, und hier soll es jetzt einen Secret Passageway geben. Ich versuch's mal. Hat ja vorhin auch geklappt. Schade, hätte klappen können. Hätte. Oh nein, nein. Okay, da komm ich wieder hoch. Okay, gut. Wo bin ich denn jetzt? Okay, Abkürzung können wir machen. Klingeln, blong, blong. Schön. Aber... aua. Ja, ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ihr müsst es mir nicht sagen, Leute. Ich weiß, ihr schreibt schon alle in die Kommentare. Ich weiß es doch. Niemand tut's, aber egal. Na komm, mein Freund. Meine Hand. Zack. Bonk. Geht wahrscheinlich, ja genau, jetzt geht die Lava wieder weg, weil das Ding lebt zusammen mit der Lava. Wenn das Ding weg ist, lebt die Lava auch nicht mehr. Ja, der kühlt es hier. Sein Blut, keine Ahnung. Und jetzt muss ich halt wieder einen... Ah, kann ich hier wieder hoch? Ja. Das ist aber auch die Abkürzung hier. Damit man jetzt wieder direkt hier hoch kann. Und hier oben das, ohne dass ich die Bombe nutzen musste, ist aufging. Nicht. Was? Oder ist das über mir? Ach, das kann auch über mir sein, ne? Deshalb ist auch ein Gegner noch. Da, hier war ich vorhin aber oben. Lass mich erstmal hier hoch. Da kann ich nämlich stehen und diesen Herzen, danke. Hä? Mhm. Da will ich hin. Da, wo der Typ ist. Oh. Jetzt seh's. Aber das erreiche ich, glaube ich, von hier nicht, oder? Da. Oder? Ich muss dafür ja stehen. Und das ist der einzige Ort, der nah genug ist, wo ich dann stehen kann. Oder ist das ein Rückweg? Das könnte auch ein Rückweg sein. Damn. Okay. Das ist literally da. Oh, natürlich sieht er mich dort. Aber treffen kann er mich nicht. Weil ich kann ihn auch nicht treffen. Oh, jetzt könnte er mich treffen. Tschüss! Oh. Toll. Weil der kriegt jetzt nicht mehr. Toll. Hier ist nämlich auch noch eins.
Zumindest sieht das so aus, als könnte man da. Ist es doch keins? Aber das da oben ist keine brüchige Wand hier, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das sieht, glaube ich, nicht aus wie brüchige Wand. Beetle, hilfst du mir mal? Vielleicht ist da irgendein Schalter, der nur mit dem Beetle. Hier ist da gar nichts. Da muss man hier eine Bombe. Hier so eine Bombe hin. Wisst ihr? Das wäre ja dann hier. Wird Mike herausfinden, wie man an diese Kiste kommt, erfahren Sie dies und vieles mehr in der nächsten Episode.